Herzlich willkommen im Chromotop Concordia. Es ist für uns sehr ungewohnt, einmal unseren eigenen Raum verwandelt zu sehen und auch sehr schön. Wir präsentieren heute mit großer Freude die Wiener Lichtblicke 2023. Die finden bereits zum vierten Mal statt. Ich möchte als allererstes unser Podium begrüßen, Magister Viktoria Kölln, die Initiatorin der Lichtblicke und Künstlerin. Die Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Professorin Doktorin Elisabeth Lobreck. Und Doktorin Tamara Ees, Politikwissenschaftlerin und Demokratieberaterin. Ein sehr schöner Job. Mein Name ist Daniela Kraus, ich bin die Generalsekretärin des Presseclub Concordia hier. Danke. Das merke ich nicht. Die Schönheit hat uns hier zusammengebracht. Ich habe das erste Mal gesehen, eine Lichtinstallation von, oder bewusst gesehen, von Viktoria Kölln im Palais Niederösterreich und ich habe mich sofort verliebt in diese tolle Intervention und in diese Verwandlung des Raums. Damit hast du, Viktoria, eigentlich ein Ziel schon erreicht, weil ihr schreibt auf eurer Website, kann die Schönheit ästhetische Erfahrungen in die Schönheit gesellschaftlichen Handelns übergehen? Und ich würde sagen, das ist gelungen. Wir haben die Schönheit war der Angelhaken und jetzt stehen wir hier und reden über Inhalt. Das Jahresthema der Lichtblicke ist heute die Demokratie. Und für uns natürlich hier an diesem Ort ist das ein extrem wichtiges Thema, weil erstens einmal ist Journalismus eine der Infrastrukturen der Demokratie, aber andererseits braucht der Journalismus auch die Demokratie, weil er kann überhaupt nicht funktionieren, wenn wir keine Demokratie haben. Deswegen ist es schlüssig, dass die Lichtblicke hier präsentiert werden und hier einen kleinen Soft-Launch Pre-Start, bevor es so richtig losgeht, haben. Schlüssig ist auch, dass wir hier so stehen, wie wir hier stehen, in dieser Konstellation. Auch schön übrigens einmal ein reines Frauenpodium zu haben, gefällt mir auch. Es ist nicht nur wegen unserer Schönheit, sondern es ist auch, weil wir gesellschaftliche Bereiche repräsentieren oder für diese gesellschaftlichen Bereiche dastehen, die alle wichtig sind für die Demokratie, die Justiz, die Wissenschaft und die Demokratieforschung und die Kunst. Die Frage der Lichtblicke ist ja, was kann denn Kunst beitragen zur Demokratie? Wie denn das funktionieren kann, das wird Ihnen jetzt gleich am Anfang Viktoria erklären. Sie wird Ihnen ihre Sicht auf die Kunst, auf ihren Beitrag und auf die Lichtblicke präsentieren. Dann gibt es kurze Inputs und am Schluss gibt es noch ein bisschen Einblick in die Werkstatt und ins Handwerkliche der Lichtblicke. Ich freue mich, dass es hier heute nicht nur um Journalismus geht, sondern um Schönheit, Demokratie, um Recht und um Wissenschaft auch ein bisschen, wenn ich das so zusammenfassen darf. Viktoria. Ja, herzlichen Dank für diese großzügige, großartige Einladung, dass wir hier präsentieren dürfen. Ja, wir haben uns kennengelernt bei dem Journalistinnenkongress, wo es darum ging, eben Sicherheit von Journalistinnen überhaupt zu gewährleisten oder wie kann man das verstärken, wie kann man das verbessern. Und da ist eine große Nähe natürlich zur Kunst schon mal da, denn auch die Kunst immer wieder sehr laut spricht in Situationen, wo wir als Künstlerinnen und Künstler das völlig unterschätzen. Tatsächlich ist es ja so, dass in totalitären Systemen sehr viel Angst vor der Kunst herrscht. Das ist doch auch ein Beweis dafür, wie viel Kraft wir eigentlich haben. Und es ist für uns sehr wichtig, nicht hier in derselben Sprache laut zu schreien, laut zu brüllen oder uns gegen alles zu stellen, sondern es ist sehr viel wichtiger, Verbundenheit aufzubauen, Verbindungen zu schaffen und zu stärken. Und da freue ich mich ganz besonders, dass wir heuer mit dem Justizpalast kooperieren. Und ich fand das ganz faszinierend, schon vom Anfang an, wie wir gesprochen haben. Herzlichen Dank auch für die Einladung, dass wir das machen dürfen. Ich finde den Austausch auch mit der Tamara Ees urspannend, weil da kommt ein viel präziseres Wording rein, was wir natürlich in der Kunst etwas mehr interpretieren, wenn ich das mal so sagen darf.
Und ich glaube, genau das braucht es. Wir sind in der Kunst nicht nur die Vermittler, sondern vielleicht sind wir Übersetzer, vielleicht sind wir Interpreten, vielleicht aber können wir mit dem, was wir schaffen, einen Blick in die Zukunft schaffen. Denn das ist ja ganz selbstverständlich. Wenn wir einen Ort transformieren mit Licht, aber das Licht trägt die Kunst, das werde ich gleich kurz, ganz kurz noch sagen, bevor ich dann gern weitergebe. Also wenn wir einen Ort tatsächlich mittels Licht und Kunst komplett verändern, dann ist es doch klar, dass ein neuer Ort hier steht. Denn wie entsteht überhaupt das Bild der Wirklichkeit? Es entsteht dadurch, dass Sonnenlicht jeden Tag sehr praktisch, ein bisschen heller, ein bisschen drüber, ein bisschen, ja, manchmal grauer, manchmal aber ganz weiß, die Orte trotzdem so beleuchtet, dass wir sie jeden Tag erkennen. Der Wiedererkennungswert ist ziemlich hoch, wenn wir in die Stadt gehen, jeden Tag in der Früh. Würde die Sonne ganz anders sein und zum Beispiel in der Früh, man wacht auf und die ganze Stadt liegt in diesem Raster. Es würde vielleicht eine Orientierung sein. Es reicht ja schon der Schnee und die Orientierung ist groß. Also wenn dieser Ort neu überschrieben ist, dann ist es doch ganz selbstverständlich der Beweis dafür, dass wir etwas Neues schaffen können und dass wir vielleicht neu denken können. Und ich glaube, da finden wir uns alle miteinander, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Ihrem Fach oder deinem Fach oder auch in den Medien geht ohne Kreativität. Das ist, glaube ich, eine absolut essentielle Forderung. Wie die dann jeweils runtergebrochen und manifestiert wird, ist eine zweite Geschichte. Über das Praktische erzähle ich später. Ja, Kreativität. Ich bin sehr stolz, dass man endlich auch der Gerichtsbarkeit Kreativität zubilligt. Das ist ganz was Seltenes und es ist aber richtig. Ich habe mir am Herweg überlegt, ich wusste ja, wer hier sein wird, Kunst, Medien, Wissenschaft, Gerichtsbarkeit und Demokratie. Hat das irgendeinen Bezug zueinander? Im ersten Moment würde man sagen, nein, aber natürlich. Die Freiheit der Kunst, die Freiheit der Wissenschaft, die unabhängigen Medien, die unabhängige Rechtsprechung. Und die Klammer ist die Demokratie, weil nur in der Demokratie finden wir diese Prinzipien gewährleistet. In der liberalen Demokratie, im liberalen Rechtsstaat. Wir wissen aus einigen Nachbarländern, dass das nicht überall so ist, auch wenn es sich demokratisch das System heißt. Und das, was schon, auch wenn es ein bisschen was Ernstes ist, muss ich es sagen, dort, wo sozusagen illiberale Strömungen kommen, totalitäre Strömungen, der Angriff geht in einer ganz bestimmten Reihenfolge. Medien, Gerichtsbarkeit, Wissenschaft. Sie sehen es jeden Tag und daher finde ich es eine ganz besonders gute Idee, dass wir das jetzt gemeinsam, dieses Projekt verwirklichen. Also der Justizpalast, in den gehe ich seit 35 Jahren täglich. Ich habe ihn, Fotos gibt es ja schon, noch nie so gesehen. Und ich glaube, was Sie gesagt haben, stimmt alles. Kunst kann sichtbar machen. Kunst kann auch ein Wegbereiter sein. Kunst kann, glaube ich, Gebäude zeigen und den Menschen ein Bewusstsein geben, was da eigentlich drin passiert. Und auf das freue ich mich und ich hoffe, dass auch einige von Ihnen sich das Event dann nachher anschauen werden. Danke, dann darf ich gleich anschließen. Ja, ich freue mich und danke an Viktoria, dass ich heuer die Lichtblicke wissenschaftlich begleiten darf und ja, hier auch ein bisschen den Rahmen bilden darf. Wie führen wir denn eben Gerichtsbarkeit, freie Medien, Demokratie, wie führen wir das auch alles zusammen? Und es sind gerade die Lichtblicke, die jetzt in den nächsten Wochen unsere Aufmerksamkeit auf ganz wesentliche Voraussetzungen der Demokratie lenken werden. Nämlich einerseits auf den öffentlichen Ort. Und öffentlicher Ort bedeutet, mit Fremden zusammentreffen, jemanden zu begegnen, mit dem ich mich nicht verabredet habe. Der öffentliche Raum gehört allen, egal welcher sozialen Stellung man ist und hat. Und dieses Zusammentreffen ist eben eine Voraussetzung, auch in einer demokratisch organisierten Gesellschaft Sichtweisen kennenzulernen, die uns nicht jeden Tag begegnen, die vielleicht nicht zu unserem Freundes- oder Arbeitskreis gehören. Und die zweite Funktion, die Wiener Lichtblicke haben, wo sie unsere Aufmerksamkeit hinlenken, ist eben das Licht, auch im Sinne des
des Ausleuchtens, nämlich auch des Ausleuchtens politischer Herrschaftsverhältnisse. Eine ganz wichtige Kontrollfunktion, die freie Medien, die die Zivilgesellschaft hat, eben dort überall hinzuschauen und aufzudecken und alles umzudrehen. Und ich freue mich eben, dass wir das auch hier im Presseclub Concordia machen dürfen. Passend nämlich ist mir dazu auch eingefallen, seit einigen Jahren hat die Washington Post ja ein sehr treffendes Motto: Democracy dies in darkness, also die Demokratie stirbt im Dunkeln. Und genau dagegen oder darauf machen uns ja auch die Wiener Lichtblicke aufmerksam. Wir brauchen das Licht, die Helligkeit, die Aufhellung, ganz auch im Pochen, namengebenden Sinne, Aufklärung im Sinne auch dieses Enlightenments als Grundlage einer liberalen Demokratie, eines demokratischen Rechtsstaates, brauchen wir Vernunft, auch Zeit und diese Zeit, dieses Stehenbleiben und über unsere Entscheidungen nachzudenken, zusammenzukommen. Auch diese Möglichkeit geben uns die Lichtblicke, und da bin ich sehr dankbar, hier auch mitmachen zu dürfen, denn Lichtblicke geben uns Zeit. Durch diese Irritation, die wir jetzt im öffentlichen Raum haben, weil plötzlich etwas ganz anders ausschaut, sind wir eingeladen, oder wir stolpern eigentlich darüber, mal stehen zu bleiben und darüber nachzudenken, was ist da los, was soll ich damit, was wollen die von mir, wie soll ich da interagieren. Und vielleicht bleibt neben uns noch jemand stehen, der sich das Gleiche denkt. Und vielleicht kommen wir mit diesem Fremden in einen Austausch, sei es jetzt über die Installation, über den Park, was da schon wieder gebaut wird. Vielleicht reden wir über Politik, vielleicht sogar über Demokratie. Und in Wien ist die Chance hoch, dass Sie auf jemanden treffen, der hier auch nicht einmal wahlberechtigt ist. Jeder dritte Wiener, jede dritte Wienerin, die Ihnen begegnen wird, wenn Sie durch die Lichtblicke stolpern, darf hier auch gar nicht mitwählen, weil es eben unser politisches System noch so gebaut ist. Und umso wichtiger ist es, eben den öffentlichen Raum für alle zu erhalten und den öffentlichen Raum auch mit solchen Interventionen und Irritationen zu bespielen, die uns darauf aufmerksam machen, über Demokratie nachzudenken, wo wir vielleicht auch im besten Fall zusammenfinden, unsere politischen Anliegen austauschen wollen. Und da danke ich auch allen Kooperationspartnerinnen, dass sie uns diesen erhellenden Grund geben, stehen zu bleiben und der Demokratie und all ihrer Möglichkeiten, aber auch Gefährdungen, Sie haben schon angesprochen, gewahr zu werden. Ja, da freue ich mich auf alles, was da noch kommt in den nächsten Wochen. Danke. Dankeschön. Viktoria, möchtest du gleich etwas herzeigen oder sollen wir zuerst noch eine kleine Möglichkeit zu Fragen geben? Das bleibt eigentlich euch überlassen, denn genau das ist das Thema, wir öffnen Räume, und das Projekt ist ja eigentlich ein Kunstfestival, aber ein dynamisches. Das heißt, es entsteht aus dem einen das nächste, Partnerinnen und Partner kommen dazu, Partnerinnen und Partner beeinflussen auch partizipative Momente. Also gleich mal die Frage, wollt ihr sitzen bleiben? Das gehört dazu, dass wir ungewöhnliche Fragen in einem Moment stellen. Denn wenn Sie sitzen bleiben, dann sehen Sie nicht, was ich hier sehe. Aber das kann ich drehen. Wir haben ja nämlich ein Motiv versteckt, um es ein bisschen spannender zu gestalten. Ja, es ist was ganz kurz, nur was ich sehr, sehr spannend fand, ist, bei der Aushebelung der Demokratie ist jetzt die Kunst gar nicht als Medium gefallen, sondern es funktioniert über die Medien, die Wissenschaft, die Gerichtsbarkeit. Und die Kunst natürlich. Das weiß ich nicht. Ich habe mir nämlich gedacht, vielleicht ist da ein Schlupfloch für uns, wo wir alles weiter betreiben können. Aber leider ist es nicht so. Das wird nicht so sein. Nein. Wir wissen, dass es dann Repressionen in der Kunst gibt. Und deshalb finde ich es gerade jetzt hier in Bezug und im Blick auf die nächsten Jahre, die entscheidende Wahljahre in allen Ländern sind, aber auch speziell in Österreich und Europa, dass wir uns wirklich mehr verbinden in immer breiteren Kooperationen, weil es öffnet. Ich will jetzt gar nicht sagen, was richtig und was falsch ist, denn das ist nicht die Aufgabe der Kunst. Unsere Aufgabe ist es, Fragen zu stellen und neue Perspektiven zu schaffen. Und diese neuen Perspektiven nehmen wir wortwörtlich. Wir haben also in der Zukunft, ab heute, sind 7 Orte in Wien verändert, transformiert. Das ist der Justizpalast,
Vielleicht kommen Sie heute Abend mit zur Eröffnung. Da sieht man ihn nach innen transformiert. Und das Motiv von innen ist auch nach außen übertragen. Also auch der Justizpalast außen ist transformiert und bleibt das bis Ende Oktober. Gegenüber ist der Grete-Rehor-Park. Auch hier gibt es eine Arbeit, eine künstlerische Arbeit, die Bezug nimmt auf ja, Themen, die uns alle was angehen. Frauen leben Freiheit. Wie war denn das 1848 hier in Österreich? Könnte man das nicht abkürzen, wenn man von der Perspektive aus 1848 und dieses Nichtmöglichsein eines demokratischen Frauenvereins, dieses Verhindern von den Gründungen, aber schaut uns an, wir stehen hier, wir sind stark, wir sind öffentlich. Könnte man nicht dort einfach schon mitteilen in diversen Orten und Ländern und auch hier in Österreich? Es endet eh so, können wir nicht abkürzen, ihr könnt es doch eigentlich bleiben lassen, Gewalt gegen uns einzusetzen. Es ist ein Teil des Projekts, die Menschen zu stärken über die Lichtinterventionen. Und da möchte ich auch ganz besonders den Partnerinnen und Partnern danken, die alle noch dazukommen. Ich sehe hier die, zum Beispiel die Irene Suche, Mäzenatentum, auch eine spannende Forschungsstelle, die mit uns ein Projekt im Rahmen der Lichtblicke macht. Die Hofburg ist vertreten und ja, andere kommen natürlich jetzt hinüber in die Eröffnung zum Justizpalast, wo wir dann im Grete-Rehor-Park die vielen, vielen Partnerschaften, die sich immer weiter und reichhaltiger entwickeln, auch vorzustellen. Sie haben aber auch Zeit, über 2 Monate in die Orte zu gehen. Und wie Sie das machen müssen, sagen wir jetzt hier. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie mit dem Licht selbst umgehen können im öffentlichen Raum. Und was das eigentlich dann bedeutet. Das heißt, ja, ihr seid alle eingeladen, vor allem die, die aktivistisch tätig sind, einmal zu spüren, wie groß man eigentlich wirken kann. Wie einfach das eigentlich ist. Wir vergessen das oft, weil viel zu viele immer wieder das Gefühl haben, sie müssten uns verkleinern. Oder wir lassen das ja zu, selbsterfüllend. Wie auch immer. Es gibt die Möglichkeit, es anders zu probieren und man erschrickt erst mal selbst über die Kraft, die man daraus entwickeln kann. Aber dann wird sich vielleicht jemand wohlfühlen darin und damit weitermachen. Aber wichtig dabei ist dieses Verbindende und Vereinende, denn es gibt natürlich auch zerstörerische Kräfte, die wir alle kennen, die heute schon angesprochen wurden. Und wir sind nicht blind auf diesem Auge, überhaupt nicht. Aber wenn wir Licht reinbringen, dann ist es ein bisschen schwieriger in der Dunkelheit. Und das allein ist es wert. Dankeschön, dann zeig uns, wie wir uns groß machen. Ja, ich habe das Glück, dass ich mich bewegen kann und trotzdem hört ihr mich gut. Trick der Technik. Wir arbeiten mit den Projektoren, die ganz wenig Strom brauchen. Es sind nur 575 Watt. Jetzt ist das hier alles sehr klein, aber man kann sich vorstellen, diese Wand wäre weg. Wir gehen weiter. Dann kommt vielleicht eine Häuserwand. Bis dahin geht es auf jeden Fall. Wir räumen das nächste Haus weg. Es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter. Es kommt vielleicht eine Wiese, ein Feld. Es kommt ein Park. Ja, so machen wir das. So weit können wir mit dem Licht. Denn Licht kann wirklich Grenzen aufheben. In diese Projektoren kommen Gläser. Die sind teilweise handgemacht und teilweise entstehen sie durch Arbeit von anderen Künstlerinnen und Künstlern, die wir einladen in das Projekt, die mit unterschiedlichen künstlerischen Prozessen in das Projekt dazukommen und dann aber wieder zusammenkommen in der Form der Lichtgrafiken zu einer gemeinsamen Sprache, die im Licht geführt wird, mittels Licht. Und das Schöne ist, das Licht ist eigentlich nur Träger der Kunst. Wir thematisieren das Licht gar nicht, sondern es geht um das, was das Licht ausdrückt. Nämlich in dem Form, dass es zum Sprachrohr der Kunst wird. Also eigentlich geht es um die Kunst, die wird durch das Medium Licht transportiert. Und das Geniale daran ist, jeder Werkstoff, den Künstlerinnen und Künstlerinnen auswählen, ist irgendwo in der Geschichte eingebunden, in die Geschichte der Arbeit. Es wird nicht zufällig sein, dass jemand Holz nimmt oder Stein oder virtuelle Welten. Also die Spanne ist sehr groß, aber es macht immer etwas mit der künstlerischen Arbeit und findet dann durch die Wahl des Mediums zu der spezifischen Ausdrucksform. Was bedeutet das mit dem Medium Licht? Es bedeutet, dass alle Metapher,
die es aus Religionen, Ländern, Kulturen gibt, hier mitgetragen werden. Die schwingen in all diesen künstlerischen Arbeiten mit. Also es ist irgendwie schier eine unendliche Welt und genau damit arbeiten und spielen wir auch. Denn letztendlich sind wir mit unseren Körpern hier verankert, aber wir sind etwas sehr Großes eingebunden. Aber immer wieder müssen wir uns auf diesen Anker berufen und ich muss sagen, er macht mir auch Spaß, ich finde es auch lustig, ich finde es auch cool, dass wir mit diesen Ankern durch die Welt gehen und einander in dieser Körperform begrüßen. Aber die Kunst muss dann Folgendes tun. Sie muss diese Anker schaffen, damit ein Wesen tatsächlich, das sich quasi so wie sie in diesen Körper eingefunden hat oder dieser Körper ist, das überhaupt sehen kann. Es geht natürlich nur über die Sinne, mit denen wir ausgestattet sind. Und einer dieser Sinne ist eben der Sehsinn. Aber wo beginnt das Sehen? Es beginnt in der Dunkelheit und es beginnt mit geschlossenen Augen. Wir wissen das alle aus einer ganz großen Menschheitsgeschichte. Was haben Seherinnen und Seher gesehen? Sie waren üblicherweise blind. Und wir sind dann auch schon bald bei der Justitia. Warum wird sie blind gezeigt? Oder warum im Justizpalast genau nicht? Aber das erfahren Sie von unserer Präsidentin vom Obersten Gerichtshof. Das wird sie dann drüben bei der Eröffnung erzählen, hoffe ich. Ja, was passiert dann, wenn wir das haben? Hier kommt, geflogen, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr klein jetzt, weil wir ja drinnen sind, eine Arbeit von der Deborah Sengel. Die Deborah Sengel, eine Künstlerin, die Lichtblicke bereits seit 3 Jahren begleitet, arbeitet immer wieder mit Mischwesen. In diesem Fall war es ihr ein Anliegen, die Friedenstaube neu zu konnotieren und sie trägt ein halbes Friedenszeichen. Der zweite Teil, nämlich die gespiegelte Friedenstaube mit dem zweiten Teil des Zeichens, den finden Sie heute Abend auf der Hofburg. Da versuchen die Tauben in irgendeiner Form sich abzumühen. Einerseits sieht man sie nur aus der Richtung vom Projektor, richtig? Also suchen Sie den Standort, wo der Projektor tatsächlich zu finden ist. Gar nicht leicht, weil die sind sehr zart und klein in der Stadt. Aber aus der Richtung der Projektion, des Projektionsmastes, schließt sich das Bild stärker und dann sieht man mehr. Es ist aber auch gar nicht unsere Intention, große, knackige, lautschreiende Bilder zu erzeugen, sondern eigentlich soll es sehr langsam gehen. Ja, und ob die Friedenstauben je zusammenkommen, dieses Peace-Zeichen je überhaupt zu einem einen findet, ist eine große Frage der Demokratie, denn es wird ja genau da hier auch die andere, die Kehrseite besprochen, wie wir das heute auch schon angesprochen bekommen haben. Die Taube, die beiden Tauben, werden auch an anderen Orten der Pop-ups immer wieder auftauchen, denn die Motive sind nicht so gemacht wie ein Mapping, dass sie einen Ort präzise überschreiben, sondern sie entstehen aus der Intention der Künstlerinnen und Künstler und sind dann aber mit einem Ort verbunden, den wir entweder vorher besprechen oder nachher finden. Beweglich ist es natürlich nur hier, denn in Wahrheit im öffentlichen Raum sind es statische Bilder. Denn ich glaube, wir haben Screens genug, wir haben genügend Flächen, nicht nur das Handy oder das, der frühere Fernseher, der Bildschirm heute, oder Mappings eben, wo dann die Fassaden tatsächlich zu Screens gemacht werden. Ja, da muss man stehen bleiben, sonst sieht man ja nicht die Bewegung. Also da kann ich mich selbst nicht bewegen. Hier machen wir das Gegenteil. Die Bilder sind statisch, sind präzise auf den Ort eingerichtet, mit Brechungen, die der Ort ergibt, die der Ort bietet. Und es liegt an euch, euch durchzubewegen und tatsächlich hier andere Perspektiven zu finden, weil es verschiebt sich, es bewegt sich und man entdeckt völlig neue Dinge und man ist plötzlich aus dieser Welt der ständigen, des Kopfkinos, der Gedanken, des wo muss ich hin, wo kam ich her, was ist denn jetzt gerade los, wie schaffe ich meinen Tag heute, ist man dermaßen abgelenkt, dass man durchaus einmal eine kurze Zeit des Innehaltens verspüren könnte. Also so klein ist das eigentlich. Ja. Darin haben wir einen Kreis von 8 cm. Und der füllt dann die Hälfte vom inneren Heldentor, vom äußeren Burgtor. Das ist jetzt nicht ganz knallhell, das soll es auch nicht sein. Aber ich denke, Sie werden es schon erkennen.
Es gibt dann weitere Orte wie Schönbornpark. Da ist die Künstlerin, die Francesca Cendonze. Es gibt den Platz der Kulturen im Favoriten, der am 13. eröffnet wird, 13. September. Dankeschön, wir haben auch ein paar Broschüren hier, wir haben Karten hier, die wir dann auch gerne hier und drüben austeilen. Es gibt auch schon die Flyer, die haben wir jetzt mitgebracht. Drüben wird dann mehr geflyert als jetzt hier, weil das ist ja jetzt eine Vorinformation. Nur um einmal die Eckdaten zu finden. Und als dynamisches Projekt wird nach und nach ergänzt. Nämlich bald mit Kunstkarten, wo man die einzelnen Motive findet, an den jeweiligen Orten in Acrylboxen. Am 15. September gibt es dann eine Eröffnung zum Internationalen Tag der Kultur, zum Internationalen Tag der Demokratie, die dann Augmented Reality-Objekte zeigt. Heute stellen wir eines vor, am Ende im Park, aber dann jetzt von der Eröffnung, von unserem Gespräch, werden Sie nach und nach die Elemente im öffentlichen Raum in dieser Augmented Reality finden. Wir zeigen Ihnen dann heute am Abend auch, wie man das überhaupt abliest, wie man dazu kommt. Und die bleiben nachhaltig an den Orten und erzählen die Geschichten davon. Und es ist ein Medium der Zukunft. Wir haben weitere Orte, fixe Orte im 23. Bezirk, der neue Stadtpark Atzgersdorf, dort, wo früher der Campingplatz war. Wir wissen um die Konflikte um diesen Ort, nehmen in einer Form darauf Bezug, die eben nicht den Konflikt schürt, sondern zum Beispiel eben verbindet, indem man eben dort auch wieder sich in dem Licht genau so begegnet, wie das die Tamara Ees so schön heute ausgeführt hat. Dort sind die Arbeiten von Hideo Snees und von Olaf Osten zu sehen. Im Platz der Kulturen ist eine Arbeit von der Ahoma Herr. Sie arbeitet mit Murals. Wir müssen da noch eine Kleinigkeit lösen, weil ich habe heute früh gehört, dass es doch Fenster gibt, die betroffen sind. Wir können aber ausdecken. Wir wissen es noch nicht immer gleich, wer sich gestört fühlt und wer nicht. Aber im Großen und Ganzen vermeiden wir solche Störungen. Doch ich glaube, es ist wichtig. Dann gibt es Diskussionen und wir kommen ja auch gleich und lösen es auch gleich. Aber dann haben wir weit mehr noch erreicht. Vielleicht sollten wir doch mehr Fenster projizieren. Keine Ahnung. Dann locken wir die Leute jedenfalls raus aus der Straße. Vielleicht ist das ein Konzept, das habe ich noch gar nicht überlegt. Wir haben sehr stark mit Partizipation jetzt begonnen und daraus entsteht eben zum Beispiel die Arbeit am Platz der Kulturen eben mit der Interventionsstelle Wien. Ich habe gestern in der Nacht alle Gläser einrichten können, alle Orte sind ab heute voll bespielt. Dort ist eben der Claim der afghanischen Frauen zu sehen. Ich verrate es nicht, geht hin. Aber natürlich wird es auf der Website auch die Bilder geben, sobald der Helmut, unser großartiger Fotograf, die Orte abgegangen ist. Gestern in der Nacht bis 4 früh wäre es zu viel gewesen, da wären wir nicht fertig geworden. Aber das kommt eben jetzt nach und nach in dieser Form des dynamischen Kunstfestivals. Wir sind im 16. Bezirk am Kongresspark. Dort hat Soho in Otterkring die Kooperation mit uns und die haben uns vorgeschlagen zu ihrem Thema Tanz um die Sorge, in unterschiedlichsten Sprachen, die sie in ihrer Umgebung ausgemacht haben, das in die Flächen zu projizieren, da spielen dann bald die Kinder drin. Also das ist dorthin projiziert, also ein Kooperations-Partizipationsprojekt. Und was fehlt mir noch? Ich glaube, Schönbornpark. Ich glaube, ich habe sie alle, oder? Helmut, fehlt was? Ich glaube, es waren jetzt alle, oder? Aber am besten, ihr schaut auf die Website. Wir haben auch viele Künstlerinnen und Künstler, die wir schon hatten und die weiterziehen, wie die Gabriele Stötzer, eine Erfurter Künstlerin, die ich in Erfurt kennengelernt habe, 2019. Da habe ich ein großes Stadtprojekt in Leipzig gemacht zum Thema friedliche Revolution, weil mich das enorm interessiert, wie das überhaupt funktioniert, dass es Umbrüche bei den Menschen gibt und wie konnte das überhaupt friedlich passieren. Friedlich ist natürlich zweischneidig, weil nur weil am 9. Oktober in Leipzig das friedlich geblieben ist, bedeutet es nicht, dass im Vorfeld nicht genügend Gewalt ausgeübt wurde. Es gibt in der Zwischenzeit auch andere Beispiele, aber genau auch das Gegenteil, wie wir wissen. Ich war 18 in der Ukraine und wir wollten in Kiew ein Projekt für 2024 konzipieren, was natürlich jetzt nicht gehen kann. Ich war aber auch in Zypern, da haben wir auch nächstes Jahr ein 50-jähriges Jubiläum der Invasion der geteilten Insel. So schnell, 50 Jahre, ja, und sie sind schon wieder um und es ist immer noch geteilt. Wenn wir aber hier jetzt anfangen und hier so ein kleines Nest bilden, und Wien ist kein kleines Nest, Wien ist ein ziemlich großes Nest, aber es ist ein Nest.
ist auch mein Nest, ich bin hier aufgewachsen. Wenn wir also so eine Quelle bilden, wo wir uns stärken und einander stärken, ja, dann kann das ja Ausläufe bekommen, dann kann das ja wachsen und dann kann das ja weiter wandern. Also da möchte ich euch alle dazu auffordern, das weiterzuerzählen, daran teilzunehmen. Besucht uns bei den einzelnen Projektstationen, besucht uns bei den umfangreichen Programmen, das wir nicht allein gestaltet haben, sondern vor allem mit den Partnerschaften, wo es Diskussionen gibt, aber genauso wie sehr spezielle künstlerische Formate, auch zum Beispiel am Räumernhof, wo ein Grätzl-Zentrum eröffnet wird, das auch wieder nachbarschaftsaktivierend ist, aber auch die erste Station, die wir machen im Planquadrat, ein Pop-up-Promotor bis dann, wenn wir nur für einen Abend kommen und dazu anregen wollen, öfters zu kommen oder im nächsten Jahr ganz zu einer Station zu werden. Und das Planquadrat, Gartenverein Planquadrat, war für uns deshalb so spannend im vierten Bezirk, weil dort in den 70er Jahren aus einer Bürgerinitiative Städten zu einer schönen Parklandschaft, zu einer Gartenlandschaft umgebaut wurden, gemeinsam. Und das machen alle Bürger dort nach wie vor gemeinsam, betreiben das und die gehen wir besuchen und fragen sie, wie geht das, wie geht es euch damit, wie geht das weiter, wie können wir das weitervermitteln. Also in die Richtung ist das irgendwie gedacht. Wer Gläser malen möchte, der kommt zu mir ins Studio. Ist eine leichte Aufgabe. Aber es erfordert ganz schön viel Abstimmung. Also es gibt in dem Programm, das wir machen, mehrere Elemente. Das eine sind eben die Textgläser, die gemeinsam gestaltet werden und dann zu einer gemeinsamen Botschaft finden. Das ist eigentlich am partizipativsten im Moment. Es gibt die Elemente und Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern, die zu Lichtgrafiken werden. Es gibt die Raster, wie ein Raster, den wir heute sehen und auch am Abend sehen werden. Raster, die aber auch Orte miteinander verweben können. Und es gibt die Linien. Das ist meine ganz persönliche Handschrift dann in der Kunst. Ist ein bisschen warm und der Herr Kollege hat meine Hand schon mitgenommen. Aber es geht schon. Das ist jetzt nur ganz ein kleines Ding. Der Projektor, den ich hier habe, ist 1:1 im Stadtraum eingebaut. Also genau so, nicht größer, nicht kleiner. Vielleicht, und jetzt möchte ich Sie erstens fragen, haben Sie Fragen? Zweitens, wollen Sie nicht ein bisschen aufstehen? Sie können nämlich das zuhalten, wo die Projektoren sind, und dann ändert sich auch hier das Bild und die Schatten. Die sind jetzt relativ hoch, die Projektoren, aber an und für sich, genau, funktioniert das so, dass man dann abdecken kann und dadurch auch Veränderungen erzeugt in der Welt. Ich gehe mal mit der Platte hin. Ich verstehe, dass Sie jetzt sitzen bleiben, aber in Justizpalast geht das nicht mehr. Da müssen Sie sich dann schon bewegen. Also das Licht, das die Kunst transportiert, ermöglicht der Kunst auch eine ganz große neue Form der Sprache und erweitert die Sprachen in unglaubliche Welten. Wenn ich dann im öffentlichen Raum arbeite, dann ist das alles nicht auf Stativen, sondern auf Lichtmasten und ich darf mit dem Steiger auf 17 Meter Höhe oder 10 Meter Höhe, je nachdem wie hoch wir sind, durch Wien fahren. Das ist großartig. Wir haben schon gesagt letztens, wir müssen solche Fahrten anbieten, weil es ist ziemlich cool, wenn man dann von oben eigentlich auf die Arbeiten schaut. Denn aus der Richtung der Projektoren ist einfach nochmal ein anderes Bild da. Ich tue es jetzt mal weg, auf die Seite. Wir sprechen hier von chromatischem Licht. Das bedeutet, dass es hier eigentlich gar kein richtiges Weiß drinnen gibt. Auf den ersten Blick schaut es weiß aus. Es könnte auch schärfer sein.
aber wie langweilig ist, wenn alles ganz genau scharf ist und sauber und überhaupt. Nein, nein, das darf sich schon ändern, ja? Und dann wird es räumlich. Und dann kann man auch über das Emotionelle sich viel besser mit der Welt verbinden. Und ich glaube, deshalb ist es auch so ein spannendes Konzept, wenn wir uns untereinander verbinden, denn wir bringen Elemente ein, die es ermöglichen, einfach sich etwas zu merken. Denn in der Emotionalität, da kann sich unser Wissen verankern und nicht nur angelernt. Das gelingt einfach nicht. Das weiß man auch schon in der Altersforschung und bei Kindern sowieso. Ja, ich darf mich bedanken, euch alle einladen und euch fragen, gibt es Fragen? Danke dir. Super, danke. Ja, im Justizpalast kommt der gar nicht aus, da haben wir es schon ein bisschen größer gemacht. Ja, also wenn ich nachher drüben bin, dann werde ich auch wieder von selber reden, aber nicht nur ich. Drüben erwartet euch auch eine sehr spannende musikalische Performance, aber auch eine Ausführung von Tamara Ees, von Präsidentin Lofrek, von Patricia Anderle. Es wird eine Videozuspielung geben von Alma Sadic, die extra in den Justizpalast gegangen ist, um es dort zu filmen, weil sie jetzt in Alpbach weilt und damit es nicht so seltsam ist und sie auch in der Stimmung ist. Ja, und dann haben wir besondere Musikerinnen, Performerinnen und auch Augmented Reality mitgebracht. Ihr seht also eine ganz neue Form der Performance heute. Danke.